Hier im Garten befindet sich ein sehr, sehr fruchtbares Stück Land, das extrem wichtig ist für mich. Es ist ein Bereich, in dem Obst wächst. Und unterhalb dieses Obstes befindet sich Gras und Unkraut. Und dieses Gras und dieses Unkraut wird mit dem Rasenmäher regelmäßig geerntet, klein gehäckselt und als Dünger, als alleiniger Dünger auf dem Gemüsebeet angebracht. Dort wird von diesem Gras, von diesem Grasdünger, Getreide gepflanzt, Mais gepflanzt, Gemüse gepflanzt. Und so kann man indirekt sagen, dass aus diesem Bereich des Gartens einmal Obst kommt, in Form von Äpfeln, Birnen, Pflaumen, Kirschen und so weiter und so fort. Dann direkt unter meinen Füßen wächst quasi indirekt der Dünger für das Getreide. Das heißt, hier wächst auch Brot. Parallel dazu habe ich hier zum Beispiel einen Walnussbaum gepflanzt. Das heißt, hier wächst auch Fett, das ich brauche, um zu leben, also sehr gesund. Und das Getreide kann man verwenden, zum Beispiel, um auch Hühner zu füttern mit diesem Getreide. Man braucht dann doch größere Flächen, die ich aber nicht zur Verfügung habe. Und insofern kann man von diesem Gras hier unter meinen Füßen auch Eier ernten, indirekt. Wenn man die Gelegenheiten, die sich einem im Garten bieten, optimal nutzt und daraus eine Kreislaufwirtschaft erstellt, so hat man mannigfaltigen, maximalen Nutzen. Und parallel dazu, bei den blühenden Bäumen, könnte man, ich habe keine Bienen, könnte man noch Bienen haben, so dass man auch noch Honig hätte. Das heißt, wir hätten Obst, Gemüse, Getreide, Eier, Honig, quasi indirekt von diesem Stück Boden, auf dem Gras wächst und zugegebenermaßen gepflanzte Apfelbäume und Nussbäume. Dies gewährt eine optimale Nutzung und eine Sicherung unserer Ernährung auf einfachste Art und Weise. Ich möchte euch das zum Beispiel anhand der Kartoffelpflanzung jetzt einmal näher bringen, wie es gemacht wird. Direct Earthing mit Unkraut und Gras. Wobei man nochmals sagen muss, dass das Unkraut noch viel vitaler ist als das Gras und nochmals vermehrt zur Fruchtbarkeit des Bodens beiträgt. Bevor ich hier im Anteil des Gartens, wo sich letztendlich eine Streuobstwiese befindet, Rasenmähe, zeige ich euch einmal, was hier alles an Unkräutern wächst. Als erstes natürlich die Ochsenzunge. Unglaublich kräftig, vital, widerstandsfähig, gegen alles und jeden, unfassbar. Genauso Giersch. Und auch das Gras nicht unterzukriegen. Dann haben wir hier Lungenkraut, auch Gundermann genannt, meine ich. Brennnesseln, also Löwenzahn. Eine mannigfaltige Zusammensetzung der Bedeckung des Bodens, selbst geschaffen durch die Natur, selbst gewachsen, nur durch uns eingedämmt, durch das regelmäßige Mähen. Und diese Vitalität und diese Kraft, die wird mit dem Rasenmäher geerntet, regelmäßig, und dann auf dem Gemüsebeet, was ihr hier hinter dem Zaun sehen könnt, ausgebracht. Dort befinden sich jetzt schon einige Gras-Unkraut-Haufen. Es ist die beste Variante des Direct Earthing. Sehr einfach, sehr gut. Und das Schöne in diesem Bereich, wo die Streuobstwiese ist,
Speziell dann, wenn das Gras gemäht ist, kommen die Hühner und suchen sich einzelne Pflanzen oder Würmer, Schnecken etc., die sie fressen können. Da wartet schon jemand darauf, dass ich hier weiter Rasen mähe. Mit dieser Technik ist es super einfach, wirklich große Flächen abzudüngen. Man holt das Gras aus dem umgebenden Bereich des Gemüsebeetes, sowohl aus der Umrandung als auch aus dem Bereich, wo die Obstbäume stehen, und kann direkt dieses Gras hier ausbreiten, je frischer, desto besser, und dann einarbeiten. Das Verteilen des Graswiesenschnittes dauert nur geringe Zeit oder nimmt nur geringe Zeit in Anspruch, und es ist super, super einfach umzusetzen. Ich mache hier mal weiter. Hier sollen Kartoffeln und Kürbis gepflanzt werden. Hier befinden sich jetzt einzelne Grashaufen, ganz frisch gemäht. Gras-Unkrauthaufen, muss man ja sagen. Und die werden jetzt auf dem Beet verteilt. Es ist eine unglaublich schnelle Düngung, weil man hiermit rucki zucki viele Quadratmeter abdüngen kann. Die ganze Technik insgesamt ist sehr effizient und sehr einfach zu handeln. Das Verteilen des Grases, des Wiesenschnittes, hat circa 10 Minuten gedauert. Das ist eine sehr leichte Arbeit, und hier könnt ihr sehen, wie dick das Gras liegt. Dasselbe habe ich dort hinten gemacht. Dort wird vorgezogener Kohl gepflanzt. Und worauf ich nochmal hinweisen wollte: Es gibt einen riesen Unterschied zwischen Mulchen und dem Einarbeiten des Grases. Wenn man den Wiesenschnitt, den Grasschnitt hier so einfach liegen lassen würde, oberflächlich, würde einfach im Nichts verschwinden und keinerlei Effekt in dieser Menge auf die Fruchtbarkeit des Bodens haben. Arbeitet man ihn aber ein, so ist der Effekt ein ganz anderer. Die Menge der organischen Substanz, die ich hier verteilt habe, würde sich bei einem Mulchsystem im Nichts auflösen. Und genau das Gleiche würde gelten für eine Kompostierung dieser Bestandteile. Sie würden einfach fast, ich weiß es nicht, nur zwei Hände voll Kompost ergeben, und damit könnte man nicht solch große Flächen abdüngen. Mit dem Direct Earthing ist es aber möglich, große Flächen effizient damit abzudüngen, so dass wir ein gutes bis hervorragendes Gemüsewachstum erwarten können. Dieses hervorragende Wachstum der Gemüsepflanzen lässt sich nicht allein dadurch erklären, dass der Grasschnitt viel Kalium hat, viel Stickstoff, viel Nährstoffe. Ich persönlich glaube, dass es hier um eine Düngung auch mit sogenannten Biophotonen geht. Kaum jemand wird von euch jemals diesen Begriff gehört haben. Biophotonen sind die kleinsten Lebenseinheiten. Man weiß bis heute nicht genau, was es ist. Es gibt alternative Wissenschaftler, die sich der Untersuchung der Biophotonen gewidmet haben, und sie gelten als der kleinste Bestandteil des Lebendigen, des Lebens.
Und dann passt es auch, dass meine Erfahrung sagt oder meine Beobachtung sagt, je stärker der Grasschnitt mit Wildkräutern durchsetzt ist, desto höher ist der Effekt auf das Wachstum der Gemüsepflanzen. Denn letztendlich, gerade in diesem sehr, sehr frischen Zustand, übertragen die Kräuter die Biophotonen in den Boden und dort halten sich auf und wehren dann letztendlich oder geben ihre Kraft oder wandern in die Pflanzen ein. Ich weiß es nicht genau, kann es nicht sagen, was da wirklich passiert. Nur, dass die Pflanzen tatsächlich extrem gut mit dieser geringen Düngungsmenge wachsen. Nur diese Erklärung hätte ich dafür bereit. Genauso ist es mit der Einarbeitung von Gemüseabfällen. Auch die enthalten hohe Bestandteile an tatsächlich Lebendigkeit, nicht nur an Nährstoffen, sondern auch tatsächliche Lebendigkeit. Und dieser Ansatz, diese Hypothese der Ursache des Wachstums, des guten bis sehr guten Wachstums der Pflanzen, die deckt sich mit meinen Erfahrungen. Ob es so ist, wer weiß. Weil die nächsten Generationen werden vielleicht in diesem Bereich weiter forschen und dann ihre Ergebnisse erzielen. Aber so rein aus der Erfahrung her, muss ich sagen, kann es nur das sein und kann nur in diese Richtung gehen. Das Gras, der Grasschnitt, wird jetzt eingearbeitet. Entweder in kleineren Flächen mit der Forke, so wie ich euch das gleich zeigen werde, oder aber bei größeren Flächen mit der Motorhacke oder mit der Fräse, so wie ich das auch zeigen werde. Bearbeitung des Bodens haben wir dann einen Boden, der mit Wiesenschnitt durchmischt ist, ganz fein durch die Motorhacke. Wir haben ja eine hohe Fläche, wo die Erde das organische Material umschließt und damit dann auch die Mikroorganismen, vor allen Dingen die Bodenpilze, eine fantastische Möglichkeit haben, die organischen Stoffe schnell zu zersetzen. Ein herrlicher Boden, der sofort bepflanzt und besät werden kann. Vorhin erst habe ich die Kohlpflanzen gesetzt, jetzt sind die Kartoffeln dran. Ich setze die Kartoffeln in einem Abstand von 50 cm zueinander und ihr könnt das euch mal jetzt von nahem anschauen. Die Kartoffeln befanden sich bei mir im Erdkeller, das ist ein kleiner Teil davon. Und die keimen einfach vor sich hin im Erdkeller. Ich lasse die hier in diesen Boxen liegen. Die nicht keimen, die verwende ich noch als Nahrungsmittel. Und die gekeimt sind, manchmal werden die Keime ein bisschen länger, je nach Witterung, manchmal in diesem Stadium. Dann setze ich die Kartoffeln einfach auf die Erde hier, verteile sie in einem Abstand von ca. 50 cm zueinander, oberflächlich. Und grabe sie nachher mit der Grabeforke ein. Wenn ihr mich fragt, für mich gibt es keine sinnvollere und bessere Arbeit auf diesem Planeten, als das eigene Essen ökologisch anzubauen. Das ist so eine feine Sache. Und was ich merke, ist, dass es zunehmend einfacher wird, wenn man bestimmte Mechanismen, bestimmte praktische Dinge umsetzt. Ich weiß noch, wie ich am Anfang die Kartoffeln immer schwierigerweise vorgezogen habe,
schwierigerweise vorgezogen habe. Und die Wärme, dann den richtigen Platz finden, dann die Frage, wann lasse ich sie vorkeimen, wann kommen sie raus. Und das hat sich inzwischen alles erübrigt, seitdem ich den Erdkeller habe. Seitdem ich den Erdkeller habe, keimen die Kartoffeln automatisch zum richtigen Zeitpunkt. Echt? Das ist wie so ein Selbstbedienungsladen. Und genau dann ist auch seltsamerweise sind die ersten Grasschnitte fertig im Garten, so dass ich die ersten Male Rasen mähe und mit dem Rasenmähen den Dünger für die Kartoffeln bekomme, die dann gepflanzt werden. Das ist echt krass, wie das automatisch funktioniert. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und jetzt pflanze ich hier die Kartoffeln und ich sag mal so, das ist ein kleiner Witz. Ich pflanze hier eine Stunde lang, wenn es mal eine Stunde ist. Hab den Rasen schön sauber gemäht jetzt. Und ringsherum ist alles okay. Ja, und jetzt setze ich die Kartoffeln in die Erde. Und dann habe ich erstmal lange Zeit Ruhe. Hab mich immer so gefreut, wenn die gut gewachsen sind. Und dann kam die Krautfäule, Braunfäule, ich weiß nicht genau, Kraut- und Braunfäule, glaube ich, nennt man es. Und hat die Kartoffeln innerhalb einer Woche sterben lassen. Und dann gab es natürlich keine große Ernte. Und das war sehr frustrierend. Immer wieder. Und dann hat man halt so alternative Techniken verwendet, versucht irgendwas zu sprühen, was ökologisch ist, gegen Pilze. Aber das hat alles nichts geholfen. Bis ich mich auf die Suche machte nach einer Sorte, die resistent ist. Und ich hatte davon gehört, dass in Peru die alten Kartoffelsorten komplett resistent sind und die gezüchteten, die wir also haben wollen, die sollen besser im Geschmack sein, die einen sollen mehlig sein, die anderen festkochend und so weiter und so fort. Das war natürlich schwierig, ne? Was ist denn das? Ach so, Löwenzahn. Ich dachte schon, das wäre ein riesen Regenwurm. Passiert ja nämlich auch häufig. Riesige Regenwürmer. Wollte ich euch da mal gezeigt haben. Ja, und so habe ich jetzt diese Kartoffel, die wird im Erdkeller eingelagert und keimt genau dann, wenn das Gras wächst, ich den Boden wieder neu düngen kann. Und genau dann ist sie fertig und dann kann ich den Boden bearbeiten, kein Unkraut mehr drauf, setze die Kartoffeln rein, die haben schon Keimlinge dran, so 3, 4, 5 cm lang und Ich häufe auch nicht an, setze sie mit der Grabeforke rein und dann gehe ich zwei, dreimal durch im Jahr mit der Pendelhacke, um das Unkraut zu beseitigen und dann kommt die Ernte. Und dann habe ich wieder so viele Kartoffeln und gerade anhand der Kartoffeln kann man das sehen, wie einfach das geworden ist und wie einfach das sein kann. Total. Wahnsinn. Gut, ich werde jetzt die Kartoffeln in die Erde befördern und ich mache es natürlich wie in jedem Jahr. Bei mir wiederholt sich alles. Könnt ihr das so sehen hier? Da kommt die Forke, der Boden ist aufgelockert, hier an der Seite nicht ganz so, weil ich da nicht rangegangen bin. Die Kartoffel wird reingesteckt und ist gepflanzt. Hier genau das Gleiche. Ein bisschen aufpassen, dass die Keime nicht kaputt gehen. Ein bisschen anhebeln den Boden. Kartoffel reingehen. Keime vorsichtig zudecken. Und fertig ist es. Hier nochmals. Und wieder rein in die Erde. Und fertig. Das ist es. Und so gehe ich jetzt durch und
werde die Kartoffeln pflanzen. Ich versuche dabei immer den Boden, frisch bearbeiteten Boden, möglichst wenig zu betreten. Ich habe immer zwei Reihen von einer Seite und zwei Reihen von der anderen Seite zwischen einem Trampelpfad. Das lässt sich halt nicht vermeiden. Und ihr könnt hier schon sehen, so anhand der Geschwindigkeit, wie schnell das geht. Puh, ich bin richtig ins Schwitzen gekommen. Ich kann nicht behaupten, dass es nicht anstrengend ist. Aber im Verhältnis zum Arbeitsaufwand und die Ernte, die darauf resultiert, ist es absolut okay. Und es ist wunderschön, spätabends, wenn die Sonne langsam untergeht und die Vögel singen, hier ganz in Ruhe zu arbeiten und das eigene Essen anzubauen. So sehen dann die Kartoffeln aus nach einiger Zeit. Ihr seht den Abstand, sehr schön aufgegangen. Und diese Kartoffeln sind, das Beet ist jetzt einmal durchgearbeitet worden mit der Pendelhacke. Das hat 10 Minuten gedauert. Ihr seht, die Kartoffeln sind herrlich aufgegangen, sind echt stark und kräftig vom Wuchs her. Wunderbar. Und das Ganze nur mit ein wenig Gras und der Düngungsmethode des Direct Earthing. Sicherlich, wenn das Wetter einigermaßen mitspielt, werde ich hier eine große Ernte einfahren. Ohne viel Arbeit. Das ganze Beet ist einmal gesäubert worden mit der Pendelhacke. Und die Kartoffeln wachsen jetzt schon, werden das bald dicht machen. Ich denke, ich werde vielleicht noch ein zweites Mal mit der Pendelhacke hier durchgehen. Irgendwann mal in einer Woche, schätze ich mal. Und noch ein drittes Mal und das war's dann. Danach kommt die Ernte. Kartoffelanbau, Direct Earthing, Gras, top. Alles gut. Das war's. Alles Gute von Selbstversorgung modern und einfach. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns das nächste Mal bei meinem nächsten Video wieder. Tschüss, macht's gut.